Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die 13439 Box von Shadow 030. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 13439 von Shadow 030. So sieht das Ganze aus. Also rein von der Optik eine sehr ungewöhnliche Box, wenn man das Ganze überhaupt Box nennen kann. Wir haben hier eine Sporttasche in Plastik eingeschweißt und über dieser Sporttasche innerhalb dieses Plastiks dann auch noch hier so ein Papier, so ein Kartonsiegel mehr oder weniger. So, ich würde mal sagen, wir öffnen das Ganze, zumindest die Folie, um uns das Ganze dann mal besser ansehen zu können. So, also so sieht das Ganze aus. Wir haben hier wirklich eine Sporttasche, dann haben wir hier dieses riesen Siegel, dieses Kreuz, wo wir lesen Shadow 030 13439. Dann haben wir den guten Mann hier in fünf verschiedenen Posen, in fünf verschiedenen Outfits abgelichtet und darunter lesen wir dann nochmal 13439 based on a true story und einen Verbraucherhinweis auf Englisch. Gut. Für alle, die sich fragen, was dieser Zahlencode zu bedeuten hat, 13439 ist die Postleitzahl aus der Gegend, also der Gegend, wo der junge Mann herstammt, aus dem Märkischen Viertel. Und deshalb hat er sich für diese Zahlenkombi entschieden, um einfach seine Herkunft bzw. die Gegend, wo er aufgewachsen ist, damit zu repräsentieren. Hier an der Seite haben wir dann auch nochmals Shadow, jetzt habe ich es falsch umgedreht, Moment. Hier rum Shadow 030 stehen, darunter auch wieder der Zahlencode. Und auf der Rückseite haben wir dann die Information, was sich alles in dieser Box, in dieser Tasche befindet. Und zwar lesen wir hier Album, Album Instrumentals EP Riders, exklusive Sporttasche mit Innenfach und wasserdichter Seitentasche, zwei Shadow 030 Aufkleber, Credits und Barcode. Gut. Das Ganze geht wahrscheinlich am besten hier auf, weil hier oben, hoffe man kann das hier sehen, es spiegelt sich leicht. Hier haben wir einen Sticker. Schauen wir mal, ob wir den hier abnehmen können, weil dieser hält dieses Kreuz, diesen Verschluss hier wohl zusammen. Ist nur die Frage, ob wir das hier öffnen können, ohne diesen Verbund, diesen Karton hier allzu stark zu beschädigen. Also Sticker ist ab. Jawohl. Sehr gut, das Kreuz ist somit ganz geblieben. Und hier haben wir auch noch, was haben wir hier? Hier haben wir diverse Zitate, diverse Textstellen. Also hier haben wir vier Zitate aus Tracks. Und dasselbe auf dieser Seite. Schön gemacht, also nette Detailarbeit. So, dann haben wir die Sporttasche. Und soweit ich das beurteilen kann, ist wohl der gesamte Boxinhalt in dieser Sporttasche verstaut. Wir werden jetzt nun mal schauen, wo genau sich dieser befindet. Ja, okay, wie angenommen in diesem kleinen Seitenfach. Das ist somit leer, sehr gut. Also wir haben hier einmal als Inhalt diese Sporttasche, dann haben wir das Album an sich, inklusive Instrumentals, beziehungsweise nein, Instrumentals sind hier drin, nicht hier drin, hier drinnen. Die Instrumentals und die Riders EP haben wir hier noch. Und dann haben wir zwei Sticker. Gut, nachdem EP und Album hier noch eingeschweißt sind, werden wir das Ganze mal aus der Folie befreien. So, einmal und zweimal. Das Spannende ist ja echt in Berlin wegen diesem Zahlencode, dass diese Postleitzahlen sehr stark variieren. Also um das mal kurz mit meiner Stadt zu vergleichen, in Wien ist es echt so, dass man pro Bezirk eine Postleitzahl hat und die eben den gesamten Bezirk abdeckt. Und in Berlin ist es echt so, dass es einzelne Stadtteile bzw. auch nur Straßen oder entsprechende Viertel eines Bezirks sind, die von einer Postleitzahl dann erfasst werden. Gut, so viel dazu. Hier haben wir das Cover. Hier haben wir auch wieder Shadow fünffach abgebildet.
lesen wieder Albuminterpret, Albumtitel und genau das, was wir auch schon von diesem Verbund, von diesem Einpackring hier kennen. An der Seite lesen wir dann ebenfalls Shadow 039 13439 und dann haben wir hier die gesamte Tracklist. Wir haben hier insgesamt 14 Tracks an der Zahl und wir haben Features von Maxwell, Vega, Manuelsen, Rola, Mortel, Haze und Timo. Credits und Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Das Ganze kommt in einem Standard-Jewel-Case. So sieht das Booklet aus. Also wir haben hier die einzelnen Tracks, inklusive der Info, wer daran beteiligt war, wer gefeatured wurde, beziehungsweise wer das Ganze produziert hat. Soweit ich informiert bin, hat das ganze Album, haben das ganze Album die Hijackers produziert, die früher auch viel mit Flair gearbeitet haben, so zu Blaues Blut-Zeiten. Dann haben wir hier Shadow abgebildet in rotem Pullover. Nochmals. Jawohl, also man sieht hier wirklich alle Beats von Hijackers produziert. Okay, dann haben wir hier noch die Credits zum Album. Und so sieht das Ganze dann von hinten aus. Die CD, düster wie generell das Cover in Schwarz und Grau gehalten. Schwarz und Dunkelgrau, so sieht das aus. Und auch hier die Rückseite ist so in dieser verwischten Optik, wie so eine alte Mauer. Auf jeden Fall stimmig. Zusätzlich zum Album haben wir dann noch die Riders EP, die kommt im Digipack. Plus hier lesen wir noch 13439 Instrumentals. So sieht das aus. Okay, das ist spannend, dass man hier den Albumtitel drauf gemacht hat und nicht Riders EP. Finde ich interessant. Wir haben hier insgesamt auf der Riders EP 5 Tracks. Und 5 Instrumentals, das gefällt mir gut. Man hat hier auch die Instrumentals der Riders EP mit draufgepackt. Sehr schön. Und wir haben auf dieser EP auch noch ein Feature, und zwar von Blut und Kasse, der sich ja mittlerweile umbenannt hat in BK. Soweit ich weiß, ist das wirklich das letzte Feature unter dem Namen Blut und Kasse. Dann haben wir hier die Instrumentals zum Album. Auch hier 14 Tracks mit dabei. Also genauso viele Instrumentals wie auch Tracks. Bedeutet keine Skits oder Lückenfüller. Und was lesen wir hier noch? Inklusive Poster-Booklet. Okay, dann schauen wir mal hinein. Also, reguläres Digipack zum Aufklappen. Hier auf der rechten Seite haben wir einmal die Riders EP. So sieht das aus. Und dann haben wir hier die CD mit den Instrumentals. Und in der Mitte haben wir dann noch ein Fach. Und hier dürfte dann wohl das Booklet drin sein. Jawohl. Shadow 030. Hier haben wir dann nochmal die Infos im Detail. Also die Produzenten der Riders EP nochmal genannt. Sehr schön. Und auf der Rückseite haben wir noch so ein kleines Poster. Also so ein Booklet-Poster. Hier Shadow mit Kapuze. Kann man sich natürlich aufhängen. Ich werde die jetzt mal draußen lassen, also dieses Poster, dieses Booklet-Poster. Dann haben wir mit dabei zwei Sticker. Und zwar haben wir einmal den Cover-Sticker quadratisch. Und dann haben wir diesen riesen Logo-Sticker, wo wir drauf lesen Shadow 030 in Schwarz und Weiß und kreisförmig. Also der ist echt gewaltig, fast so groß wie die Sporttasche. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Inhalt, zum mehr oder weniger Highlight der Box. Und zwar ist das diese Sporttasche. Hier lesen wir Shadow 030. Auf der Rückseite, auf der anderen Seite ist nichts außer dieser Tragegriff hier, aber nichts aufgedruckt. Und wenn wir das Ganze auseinander falten, dann haben wir hier eine riesen Sporttasche in Camouflage-Optik. Sehr schön. Wir haben hier vorne einmal einen Reißverschluss mit einem Seitenfach und das dürfte auch dieses wasserdichte sein, denn das ist hier so speziell beschichtet mit Kunststoff. Das dürfte der wasserdichte Teil der Tasche sein. Und dann haben wir natürlich noch
das Hauptfach. Hier haben wir unter anderem einen Tragegurt mit drinnen. Hier vom Innenleben etwas anders gestaltet als diese wasserdichte Seite. Hier ist nämlich das Ganze in Metallic oder in Grau gehalten. Und hier das Ganze in Schwarz. Und wir haben hier auch noch seitlich einen weiteren Reißverschluss. Also hier kann man dann eventuell irgendwie kleinere Gegenstände reinmachen. Geldbörse, Uhr, Handy etc. Eignet sich auf jeden Fall sehr gut für den Sport oder generell für irgendwelche, ja, für sportliche Aktivitäten, Outdoor etc. Wir haben hier diese zwei Henkel, um das Ganze so zu tragen, in der Hand oder aber mit Hilfe dieses Schultergurts, den man dann hier festmachen kann, kann man das Ganze natürlich dann auch über die Schulter hängen. Und wir haben hier das Ganze auch noch mit so einem schönen Schulterpolster und dieses ebenfalls in Camouflage. Den Träger kann man natürlich dann von der Länge her anpassen, je nachdem, wie man es braucht. Und diese Seite ist dann auch noch beschriftet. Und zwar lesen wir hier Hashtag Team Shadow. Also rein von der Optik muss ich sagen, ist die sehr gelungen. Fühlt sich auch gut an. Es gab ja schon mal so eine Tasche, und zwar in der Desperados 2 Box. Allerdings war diese vom Material her etwas anders und deutlich kleiner als die hier. Die ist echt sehr gut geeignet und da passt echt eine Menge rein. Gut, kleines Detail noch am Rande, sogar die Reißverschlüsse sind hier gebrandet. Und zwar lesen wir auch hier wieder Shadow 030, sehr schön gemacht. Gefällt mir richtig gut. Das Einzige, was ich jetzt vermisse, ist irgendwie ein kleiner Zettel, wo wir eine Info darüber halten, was hier für ein Material ist, wie das Ganze... Ah, oh ja, hier haben wir das. Sehr gut versteckt. An der Seite, hier haben wir einmal die Wasch-, die Pflegehinweise. Shadow 030 und ich hoffe, ich kann das hier halbwegs erkennen. Okay, hier steht leider kein Material. Hier steht nur Shadow 030 und eben nicht waschen. Urban GmbH Hofheim, Germany. Ah, und hier ganz unten lesen wir noch Made in, ich hoffe, man kann das sehen. Ah, ist leider ganz da versteckt. Made in PRC, also China. Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal diese wunderschöne Sporttasche hier in Camouflage-Optik Team Shadow. Dann haben wir die zwei Sticker, einmal kreisförmig, einmal quadratisch. Dann das Poster aus dem Booklet im Hochformat. Die Riders EP inklusive Instrumentals und Album-Instrumentals. Das Ganze kommt im Digipack. Und natürlich das Album an sich im Standard-Jewel-Case. Kommen wir auf insgesamt 14 Tracks auf dem Album plus 5 Tracks auf der Rider EP, 19 Tracks. Gut, das alles in dieser wunderbaren Box, beziehungsweise in diesem Fall in dieser wunderbaren Sporttasche. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album beziehungsweise der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Shadow 030 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.